Ja, hallo und herzlich willkommen zurück beim Eurotruck Simulator 2 und ich habe uns hier schon die nächste Strecke rausgesucht und bin ganz froh, dass wir hier von London aus tatsächlich eine Strecke in die Schweiz gefunden haben. Ich habe schon so ein bisschen Blut und Wasser geschwitzt, ob der Frage, ob denn das auch so klappt, weil so aus Luxemburg hat es ja zwischendurch immer noch nicht geklappt und ich muss mal gucken, wenn wir jetzt diese Strecke hier gefahren haben, dann müssen wir noch zwei Touren fahren, mit welchen Ländern wir das machen. Also ich fürchte, ich muss hier noch in manche Länder fahren und Städte freischalten, damit das funktioniert. Aber vielleicht sind auch entsprechend die Aufträge aktuell da. Und während ich den Schweiz-Event fahre, gibt es den ähnlichen Event auch beim American Truck Simulator mit im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Bundesstaats Nebraska. Und da könnt ihr gerne mal bei Julia Let's Plays reinschauen. Und wenn mich nicht alles täuscht, könnte es auch sein, dass der gute Fotofreak da unterwegs ist. Jedenfalls Links zu den verschiedenen Trucker-Kanälen findet ihr hier in der Videobeschreibung. Und wenn ich gerade schon mal dabei bin, gibt es hier freilich bei Julia und Fotofreak gibt's ein paar tolle Konvoi-Videos, die da in letzter Zeit hinzugekommen sind. Und einen fantastischen Konvoi, den Andrina von Andrina Games zusammen mit TipTup gefahren ist. Und den Kanal von Andrina Games, den findet ihr freilich auch in der Videobeschreibung. Schaut doch gerne überall mal vorbei und bestellt Grüße vom DAX. Ich weiß, viel Stoff zu gucken und klappt nicht immer. Aber mal einen Blick reinwerfen, Video laufen lassen, Däumchen da lassen oder so, ist ja sicherlich ab und zu mal möglich. Und das dürft ihr freilich auch auf meinem Kanal mal machen. Aber werdet ihr ja wahrscheinlich sowieso, wenn ihr gerade dieses Video seht und diese Ansprache hört. So, zum Verladebereich fahren. So, mal schon wieder ein Weilchen her. Seit ich hier das letzte Mal gefahren bin. Okay, ich bin noch überhaupt gar nicht da, wo ich hin muss. Alles klar. So, Motor an, Licht an, Gang einlegen. Alles klar. Wo geht's hier raus? Da geht's raus. Erstmal das Hängerchen abholen. So, hier geht's schon wieder rein. So, da steht der Hänger. Einmal im Vorbeifahren mitnehmen. So, und ran. Hervorragend. So, da hinten geht es wieder raus. Ja, und dann eine große Tour in die Schweiz. Mal gucken, wie gut wir hier vorankommen. Ich jedenfalls werde mal wieder froh sein, wenn wir hier aus dem Linksverkehr wieder raus sind. Hatte übrigens gelesen, kürzlich rein zufällig, ich hatte ja schon mal in irgendeiner Folge drüber philosophiert, über den Linksverkehr und wie schwierig das irgendwie auch umzustellen ist. Und vor nicht allzu langer Zeit muss es wohl noch Linksverkehr in Schweden gegeben haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die haben wohl eine relativ gute Methode für diese Umstellung gefunden, wobei ich dazu nichts weiter sagen kann, weil ich mir den Artikel dazu nicht durchgelesen habe. Ich fand es nur interessant. Und musste hier gleich an den
Eurotruck-Simulator. Denken, wenn man viel Eurotruck-Simulator spielt, dann zieht man auch irgendwie viele Parallelen aus dem echten Leben. Ich fahre in letzter Zeit öfter mal eine Strecke. Da ist ein Scania-Händler, also auf der Strecke. Und da muss ich auch mal sofort dran denken, hier Eurotruck. Und ja, habe ich das Fragezeichen schon eingesammelt. Vielleicht ist es in dem Moment so, da hat man vielleicht auch ein bisschen zu viel Eurotruck-Simulator gespielt, oder? Was denkt ihr, wenn einem solche Sachen einfallen? Andererseits ist es doch, glaube ich, so, mit allen Sachen, mit allen Dingen, die man sich im, wo man sich im Leben mit beschäftigt, zieht man Parallelen. Und das ist ja nun keine Domäne des Gamings, würde ich sagen. Unterm Strich vielleicht gar nicht so dramatisch. Ich beinahe wieder so ein Kappes gemacht hier. Ich will einen großen Bogen ziehen. Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Ich will einfach nur einen großen Bogen ziehen und bin plötzlich im Gegenverkehr in Großbritannien, weil man hier einfach keinen so großen Bogen ziehen kann. Weil da bist du direkt im Gegenverkehr. Mein lieber Herr Gesangsverein, muss denn das sein? Direkt an den Kreuzungen. Da könnte man doch die Mauer vielleicht ein Stückchen kürzer machen. Nur so eine Idee. Ich spreche mal beim König vor und frage mal, was der davon hält. Ich glaube, der hat momentan andere Sorgen und ist mit anderen Dingen beschäftigt. Unser König Charles, der so lange darauf warten musste, König zu werden. So, also bis zum Hafen. Wohl Hafen. Wahrscheinlich fahre ich wieder mit dem Zug rüber, oder? Mal gucken. So, Dover und Felixstowe, ne? Also Dover wäre ja für die Fähre und Felixstowe dann für den Eurostar. Ja, ich weiß, das Getriebe von diesem LKW hat auch schon bessere Zeiten gehabt. Ich schlag gerade was von 30. Ah ja, 48 km/h. 30 Meilen gleich 48 km/h. Speed Cameras. Na, ob man denen immer so glauben kann. Den Anzeigen hier. Naja, fahren wir mal lieber mal nicht allzu schnell. Kann ja nicht mehr so weit sein. Ich glaube noch das Autobahnkreuz. Dann müssten wir schon relativ nah an der Küste dran sein. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Felixstowe, Dover. Das ist hier die entscheidende Frage. Also auf jeden Fall gerade durch und nirgendwo abfahren. Okay, das bedeutet hier weiter. Ey!
Ich habe den Unfall nicht verursacht. Verdammte Axt. So, geht's da hinten links? Ja, hm. Ich soll hier drauf bleiben und da hinten links, ja. Okay. Oh, also was geht mir das? Lieber SCS Soft. Wenn das keine Absicht ist, arbeitet bitte daran. Ich könnte mir vorstellen, das ist mostly on the Nerven gegen den meisten Spielern hier von Euro Truck Simulator. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Manchmal nehme ich das ja schulterzuckend auf die Lust hier, aber gerade hat es mich wieder richtig genervt hier mit dem Unfall. So. Haben wir noch einen heißen Tipp für die Spieleeinstellungen bekommen. Das, was das gewesen ist, das erzähle ich euch aber dann, wenn es wieder hell ist. Ich denke doch, das werden wir in der aktuellen Folge noch erleben. Obwohl es jetzt erstmal in die Nacht reingeht. Ich finde ein bisschen schade, das merke ich ja immer in Ländern, wo man dann auch mal mehr als 90 km/h fahren darf mit dem LKW, dass World of Trucks nicht einfach bei der höchstmöglichen Geschwindigkeit kappt, die in den einzelnen Ländern möglich ist oder sich da länderspezifisch anpasst, finde ich ein bisschen schade. Wobei ich selber, glaube ich, noch die Drossel drin habe, nicht schneller als 90 km/h fahren zu können. Da werde ich vielleicht auch mal gucken, ob wir diese Drosselung rausnehmen, weil irgendwie ergibt die ja keinen großen Sinn, oder? Man kann sich ja dann selber aussuchen von der Leistung her, ob man das ausnutzen möchte oder nicht, wenn man denn den passenden LKW und die passende Ladung dafür hat. Müsste aber tatsächlich mal irgendwo tanken. Oder? Schaffen wir das noch bis auf die andere Kanalseite? Mit dem Sprit. Okay, wir müssen gleich irgendwo runter. Okay, Dover. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich nicht mag, wenn die Straßen so eng sind. Okay, wir fahren aber Richtung Southampton. Give way. Machen wir. So, da geht es ja nach London. Okay, Dover und Southampton. Da wird es dann wohl die Fähre werden. Niedriger Tankfüllstand, ich weiß. Das wäre das erste Mal Notfallbetankung, falls es dazu kommen sollte. Ah, leuchtet auch schon die Spritlampe da. Hinterm Lenkrad. Aber mit 200 Kilometer... Oh. Mit 200 Kilometer Reichweite sollten wir doch normalerweise kein Problem bekommen, jetzt bis zur Fähre zu gelangen zumindest.
Kommt jetzt aber auch partout keine Tankstelle mehr. Und andererseits fahre ich auch ungern Tankstellen hier in Großbritannien an. Wenn ich dafür jeweils auf die andere Straßenseite rüber muss. Naja, wie sagt der Rheinländer, es hätte noch immer Jotje Jange. Ich gucke ganz gebannt auf die Restkilometeranzeige die ganze Zeit. Aber wie gesagt, normalerweise ich sehe da auch schon die gestrichelten Linien, also vom Überseeweg. Also wir müssten gleich da sein. Also ist doch der Zug, oder? Sieht zumindest so aus wie der Bahnhof. Ich glaube, ich leide hier an völliger Überfahrtsdesorientierung. Das ist doch Eurotunnel. Also Orientierung in Großbritannien mangelhaft. Naja, vielleicht noch ausreichend. Ich komme ja wenigstens an. Okay. Und wenn das jetzt genauso funktioniert wie in Frankreich, dann muss ich ja hier nur gucken, wo ich abbiegen darf. Hoppala. Falsche Seite. So, hier grün für alle. Ne, für LKWs. Gut, ist wurscht. Das reicht mir ja. So, lass rollen, Kumpel. So, noch nicht so nah ran. So, Motor aus. Bremse rein. Und Abfahrt nach Calais. So, wir brauchen dringend eine Tankstelle. Habe ich schon erwähnt, ne? So, jetzt links raus oder rechts raus? Gut, ich hoffe, das ist egal. Okay, hier scheint richtig zu sein. ...221 Kilometer. Also die Tankstelle wollen wir auf jeden Fall noch finden in dieser Folge. Wir könnten natürlich noch überlegen, ob wir jetzt trotzdem noch schlafen gehen, aber ich glaube... ...wir können auch gut durchfahren. Absolut kein Verkehr. Die anderen LKWs machen scheinbar Mittagspause und bleiben noch ein bisschen auf den Waggons drauf.
An den Fährhäfen scheint mir das irgendwie eleganter gemacht zu sein. Ja, da gibt es ja extra hier auch Rastplätze und Tankstellen und Schlafplätze. Oft. Nicht, dass es am Ende doch noch knapp wird mit dem Sprit. So, Richtung Paris. Aber einmal auf der Autobahn sind es alles gut. So, Tankstelle bitte. So, loggen wir mal auf 80 ein. Vielleicht sparen wir dann am Ende sogar noch ein bisschen Sprit. Jetzt kann man es auch so ein bisschen sehen. Wir brauchen gar nicht warten, bis es hell ist. Erst nochmal vielen Dank für alle Tipps und Hinweise, die mich erreichen. An eine Sache hatte ich überhaupt gar nicht gedacht. Nämlich, wenn ihr euch mal die letzten Folgen anguckt, aktuell dürftet ihr das nicht mehr sehen, ploppen in gewissen Entfernungen im Rückspiegel die Gegenstände, Fahrzeuge, Gebäude und so weiter irgendwo mittendrin raus. Da ist die Reichweite, die Sichtweite sozusagen, die der Spiegel hat. Das muss ja alles eigen berechnet werden, funktioniert ja nicht wie ein richtiger Spiegel im echten Leben. Tatsächlich, im Gegensatz zu allen anderen Einstellungen, die ich hoch eingestellt hatte, hier nur auf Mittel gewesen. Und ich habe die jetzt mal auf super heftig generell gestellt. Der Rechner scheint das ganz gut zu verkraften. So dass wir diese Ausplopp-Effekte nicht mehr oder auf jeden Fall deutlich weniger sehen dürften. Vielleicht könnt ihr ja mal ein bisschen mit drauf achten, insbesondere dann, wenn es wieder heller wird. Ob das auch so passt. Ich versuche auch immer mal wieder drauf zu gucken. Aber im Grunde ist auch egal, weil. Wir können es eh nicht ändern. Na, mehr als auf volle Pulle einstellen ist nicht möglich. So, wo dürfen wir tanken? Ganz rechts. Na, okay. So. Das hat ja noch funktioniert. Meine Güte, bin ich froh. So, Kraftstofftank voll. Gas. Kommen ja an 11 Uhr. Ja, da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Helligkeit mit. So, von der Strecke her ist das so. Ja. Ich habe mich ja auch immer mal, wir können ja mal kurz reingucken, immer mal so beschwert und gesagt, Mensch, immer wieder die gleichen Strecken und die Schweiz, die hat ja nur
diese drei Städte hier, was ich jetzt dabei nicht berücksichtigt habe, egal von wo ich kam. Also es ist ja immer so die Einfahrt aus Osten, Westen, Norden raus geschehen. Und es soll wohl sehr viele schöne Strecken im Süden geben. Ich habe das so nach dem Motto mitgeteilt bekommen, mal die Schweiz von hinten nehmen, sozusagen. Werde ich vielleicht mal tun, hier so ein bisschen auch die Bergien-Region zu erkunden. Momentan ist mir allerdings erstmal mehr daran gelegen, den Schweiz-Event zu Ende zu fahren. Wenn es mich dann wieder in die Schweiz zieht, oder vielleicht bei der letzten Tour, ich weiß es nicht, da können wir da mal drüber reden. Aber erstmal werde ich, wie gesagt, froh sein. Wenn wir das hinter uns gebracht haben. Und jetzt auf der Autobahn kriegen wir die Kilometer gut runter. Ich denke, wo es dann wieder eine Weile dauern wird, ist in der Schweiz mit den Überlandstrecken. So, da muss man da echt langsamer fahren hier. So, rüber. Okay, Richtung Lille, dann Brüssel. Okay. Wenn es so sein soll, soll es so sein. Was reimt sich eigentlich auf Reims? So, 90 nehmen wir gerne mit. Na, gib Gas. Sonst versuche ich dich zu überholen, obwohl ich muss hier eh nach links rüber. Ich überhole ihn aber nicht, weil sonst rammelt er mich gleich eventuell weg, wenn er auch da links lang fährt. Man kennt das ja, wie zackig die NPC-LKWs da manchmal im letzten Moment. Na und? Macht er nicht, okay. Da wollte ich mal nett sein. Da war das wieder unnötig. Der wird sich auch gedacht haben, warum hält er Abstand? Ich bin doch eindeutig auf meiner Spur. Manchmal ist das so und manchmal hat man wieder einen dicken Unfall. Naja. Also unter die 500-Kilometer-Marke möchte ich gern in dieser Folge auf jeden Fall noch kommen. So, einmal über die Grenze.
Na, okay, Baustelle. Hier wird auch nachts gearbeitet, sehr löblich. Sehr gut. Danke fürs Platz machen. Liebe Grüße auch alle Belgierinnen und Belgier und alle Luxemburgerinnen und Luxemburger. Boah, hier darf man echt mit 90 durchfahren hier durch die Kurve. Okay, die ist aber auch großzügig ausgelegt. Hervorragend. Die Sonne geht auch langsam auf, zumindest deutet es sich am Horizont an. So, aber jetzt zerweise ich's. Elefantenrennen. Okay, wir haben ja Zeit, ihn einzuholen. Ja, 2, 3 km/h mehr. Oh, und plötzlich Speed Limit. Noch nach Köln fahren statt nach Luxemburg, oder? Aber ich glaube, das hilft uns beim Schweiz-Event nicht weiter. 10 verschiedene Länder ist schon eine stramme Ansage. Wir haben schon lange keinen Tunnel mehr, oder? Wer hier öfter schaut, weiß, was ich meine. Aber tatsächlich meine ich noch was ganz anderes. Würde ich euch erzählen, wenn hier mal irgendwo ein Tunnel käme. In der Gegend gab es nicht so viele davon. Das kommt dann wahrscheinlich erst wieder, wenn wir in bergige Regionen kommen. Aber dahin sind wir ja nun auch unterwegs. So, ich suche mir jetzt mal einen galanten Rastplatz, wo ich mal Dinge erledigen und eine Stulle essen kann. Ich weiß, könnte man auch alles während der Fahrt, aber das ist auch nicht ganz ungefährlich.
Deswegen lieber anhalten und mit einer galanten Pause verbinden. So, wo jetzt? Luxemburg, Lies Schreims, ich würde ja sagen Luxemburg. Wird zwar nicht angezeigt auf der Karte, warte mal. Ja, Luxemburg. Kann man ja auch ab und zu mal auf die Karte gucken, ne? Zumindest wenn man nicht versprochen hat, dass man lange Touren ohne Navi fährt. Das kann auch ganz interessant sein, aber ich glaube eher zum Zugucken, was mich angeht. Hey, ein Parkplatz. Oh, den kriege ich aber wahrscheinlich nicht, oder? Oder? Oder vielleicht auch doch. So. Da kann ich nämlich, glaube ich, besser eine Pause machen, als hier irgendwo auf dem Standstreifen. Also, gönnen wir uns den Rastplatz mal. Und rasten ein bisschen, bevor wir... Ich fahre mal hier lang. Bevor wir dann weiterfahren Richtung Zürich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, das sieht aber nach einem blitzsauberen Rastplatz aus hier. Gar niemand unterwegs. Wo sind die alle? Pennen die alle im Auto? Gut, ich werde jetzt mal hier anhalten. Schlafen ist nicht nötig. Mache ich auch nicht. Aber wie gesagt, eine kleine Rast, ein bisschen die Beine vertreten und ja, den Sonnenaufgang genießen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gut, ich will das Unvermeidliche auch nicht länger hinauszögern, nämlich das Ende dieser Folge, und seid gerne auch wieder mit dabei, wenn wir hier weiter auf den Straßen Europas unterwegs sind. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.